Jubiläum im Erfurter Dusty Brettl. Auf ein erfolgreiches Jahrzehnt kann Wolfgang Staub in diesen Wochen zurückblicken. Jahre, in denen das Haus mit Musik, Comedy und Leben erfüllt wurde. Das war vor Staubs Idee, das Haus am Erfurter Hirschgarten zu übernehmen, lange Zeit nicht so. Die Immobilie verfiel zum Ende der 1990er Jahre zusehends. Staub schaffte es aber in den vergangenen Jahren, dass das Dusty Brettl zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens der Landeshauptstadt wurde. Mit dem Wintervarieté 2002 eröffnet, hielt Wolfgang Staub an diesem Format fest und brachte so mit nationalen und internationalen Künstlern aus Comedy und Akrobatik in der kalten Jahreszeit die Thüringer zum Lachen und Staunen. Eine Aufgabe, die hinter den Kulissen viel Vorlaufzeit braucht. Also wir haben internationale Artisten, die wir ein Jahr im Voraus buchen müssen, weil sie sonst gar nicht mehr zu bekommen sind. Sie sind auf der ganzen Welt unterwegs, in den Großstädten, in den großen Metropolen, und deshalb bereichern sie die Landeshauptstadt Erfurt mit ihrem tollen Programm. Und auch in der 10. Saison des Brettls scheint Staub wieder ein gutes Händchen bewiesen zu haben, denn die Zuschauerzahlen im aktuellen Wintervarieté sprechen eine eindeutige Sprache.